heute an diesem schönen sonnigen Frühlingstag, der eigentlich schon fast ein Sommertag sein sollte, sind wir unterwegs an einer Stelle, wo wir schon häufiger waren, allerdings anders, weil dieses Mal habe ich eine Gebäudeliste mit GPS-Daten bekommen und habe einiges entdeckt, was ich noch nicht vorher gesehen habe. Und das gucke ich mir heute mal an. Sehr reizend. Oh, schön. Löcher. Löcher im Boden. Da geht's schon mal nicht weiter. Gefahrenbereich. Unbefugten ist das Betreten des Grundstücks streng verboten. Aber hier liegt auch echt viel Erde drin, ne? Es ist wieder so ein typischer Bereich, wo man aufpassen muss. Wo man hintritt, damit man sich erstmal nicht ordentlich auf die Nase legt. Und vor allem nicht irgendwo reinfällt. Innen drin weiß ich natürlich nicht, was das war hier. Okay. Einmal rüber. Und eine schöne Aussicht. Muss es noch irgendwas geben? Also irgendwie scheint es da auch noch ein Untergeschoss zu geben bei der Werkstatt hier. Aber das ist komplett zugeschüttet. Also zumindest sehe ich nicht, wo man da hinkommt. Ich kann ja noch mal ganz kurz hier mal gucken. Aber da haben sie echt ganze Arbeit geleistet hier. Da kommt kein Mensch rein. Wahrscheinlich musst du da hochkraxeln, ne? Ach du Scheiße. Da geht's schon ein Stückchen runter. Aber hier von wegen Hashtag frei zugänglich, ne? Hier gibt's zwar überall irgendwelche Löcher im Boden. Aber reinkommt man dann nicht, ist vielleicht auch besser so. Da gibt es noch was. Kann man gerade noch mal kurz gucken. Also hier gibt es schon mal eine Leiter. Höhenangst. Ja gut, eine Leiter ins in den Müll rein. Scheiße. Ja, also da bei den grünen Dingern waren wir gerade gewesen, ne? Mhm. Und hier gibt es halt viel, viel mehr noch. Ja. Und du meinst, das ist die Richtung? Oder? Das ist die Richtung, ja. Weil von da sind wir gekommen. Ja, dann gucken wir da. Ne? Da aber da gibt es im Prinzip nicht viel, weil das alles im Privatbesitz ist. Aber hier im Wald scheint sich noch einiges zu verstreuen. Und dann können wir vielleicht mal gucken. Ich habe mal gedacht, hier finden wir noch was. Aber außer ein bisschen Ruinen, Trümmern, gibt es hier nichts zu sehen. Boah, hier sind so viele von diesen Scheißviechern.
echt widerlich. Lecker. Besser als Mehlwürmer oder Fleck. Mehlwürmer sind besser, die bewegen sich nicht mehr im Mund. Yummy! Das Ding ist halt, wir waren ja schon ein paar Mal hier gewesen, ne? Aber an der Seite des Sees war ich noch niemals nicht. Das sieht doch hier auch so irgendwie so aus, als wäre das mal was gewesen, ne? So eine Art Trichter. Stell dir mal vor, du sitzt da oben nachts und es pisst wie aus Kübeln. Es ist arschkalt. Bestimmt richtig angenehm. Da merkst du wahrscheinlich dann die Vorzüge der gepflegten Jagd zu schätzen. Jetzt gucken wir uns die Sache nochmal an. Ach, schön Dornen. Ach, was gibt es Schöneres als Dornen? Und wahrscheinlich gibt es wieder irgendeinen ganz einfachen Zugang. Wie immer. Ja, das Ding ist halt echt niedlich, ne? Es ist hart gefährlich. Es ist halt einfach richtig in sich zusammengestürzt und einsturzgefährdet. Naja, ich gehe jetzt mal hier wieder raus in der Hoffnung, dass man hier irgendwie rauskommt. Ein bisschen leichter. Ich habe bei sowas immer Angst, gerade so tagsüber, dass ich da irgendwie auf ein... Ach krass, hier ist nochmal so ein Krater. Dass ich da irgendwie auf so ein Wildschwein oder sowas treffe und mir das einfach völlig wütend entgegenläuft. Und hier oben sieht man auch, jetzt befinde ich mich ja hier oben drüber, dass das hier richtig abgesackt ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch schlau ist, da drüber lang zu laufen. Wenn es schon unten drunter gefährlich ist, dann wird es wahrscheinlich oben drüber jetzt auch nicht ungefährlich sein. Da sieht man noch so Mauerreste. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier so ein Schacht. Aber auf jeden Fall gehe ich jetzt hier gerade oben auf diesem Kraterrand entlang. Und überall hier auch nochmal so kreisrunde Löcher. Aber das ist schon krass, wie groß das ist. Ich habe ja gelesen, dass das irgendwie ein Sprengkrater ist oder irgendwas. Ich frage mich wohl, wofür? Wofür braucht man einen Sprengkrater? Ich meine, die Sand war nur hier, um Munition zu produzieren und nicht um sich selbst in die Luft zu jagen. Hier auch wieder solche Schächte. Aber hier gibt es, glaube ich, keine Bunker. Also es ist da vorne auch nochmal so ein Schacht. Es ist ein bisschen eigenartig. Und hier sind schon wieder die Bahnschienen. Da können wir ja eigentlich mit dem Zug nach Hause fahren. Oder? Siehst du den Baum da hinten? Ziemlich heftig aus. Das ist schon komisch, man läuft hier über das Gelände, ne? Und man findet immer wieder hier irgendwelche Travo-Stationen. Die im Übrigen auch mal wieder offen sind. Ach Mann, warum? Vielleicht gucken wir uns das mal auf dem Rückweg an, oder? Was meinst du? Interessant ist ja auch irgendwie, dass sich die neue Industrie mit den Windkraftanlagen hier und die nicht ganz so neue Industrie, die sich quasi in die Bunker eingenistet haben und die Uraltindustrie aus der Nazi-Zeit mit den Sklavenarbeitern sich hier irgendwie trifft, ne? Ja. Schon interessant. Das sieht aber so aus, als war das ursprünglich mal alles zugekarrt hier mit. Als hätte man das erst vor gar nicht allzu langer Zeit wieder aufgemacht. Ein Tutuol-Lager. Keine Ahnung, was Tutuol ist. Scheint irgendwas mit Fahrradreifen zu tun zu haben. Ah, es gibt sogar noch einen Hintereingang, guck mal. Mit richtig krass fetten Stromleitungen. Da hinten steht auch nochmal ein Gebäude. Hat dieser Mann da entdeckt. Oder unser Pferdenspürhund, man weiß es nicht genau. Aber das ist ganz sicher auch nicht natürlich. Das ist bestimmt auch wieder irgendein Sprengkrater, schieß mich tot, irgendwas. Jo, das ist einfach zugeschoben, ne? Einfach einen ganzen Arsch voll Scheiße da reingefahren.
sodass auch ja keiner reingehen kann. Also das ist auf jeden Fall die sicherste Art und Weise, das Ding irgendwie dicht zu machen, ne? Na gut, gehen wir wieder zurück. Steht ein riesen Gebäude im Wald, aber das scheint tatsächlich auch bewohnt zu sein. Ich will ja nur mal ein bisschen näher gehen, um einfach mal ein bisschen zu gucken. Gucken mit den Händen und mit den Füßen quasi. Einfach noch mal ein bisschen hier an der Wand entlang. Ach krass. Das ist interessant. Stehen große Silos drin. Wenn du mal überlegst, dass das über 300 Gebäude hier auf dem Gelände waren, ne? Die nur zur Munitionsherstellung für den Zweiten Weltkrieg dienten. Das ist schon echt krass. Vor allem, es steht noch so viel davon. Ja, krank ist es. Ja, krank ist es auch. Stehen gerade hier und überlegen gerade, wo wir sind. Und dann ist mir aufgefallen, dass da oben ja doch noch was im Wald ist. Ich bin hier schon ein paar Mal mit dem Fahrrad lang vom Waldhof unten. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Ich werde jetzt da noch mal kurz hochgehen. Das sind richtig Trampelpfade im Wald. Ich habe das schon ein paar Mal auf Bildern gesehen, aber selber war ich noch nie hier an dieser Stelle. Ich habe mich immer gefragt, wo das ist. Und nun habe ich es selber mal entdeckt. Interessant, das sieht ein bisschen fast aus wie so eine kleine Burg oder so. So ein bisschen fragt man sich ja, was es ist. Einfach quadratisch? Ist es quadratisch? Ich weiß es nicht. Man kann es halt von hier unten nicht sehen. Ich werde nachher nochmal gucken, ob ich mit der Drohne nochmal drüber fliegen kann. Wahrscheinlich schneide ich das dann so, dass man es mit der Drohne sowieso schon vorher gesehen hat. Und wahrscheinlich sieht man vorher auf der Drohne, dass es hier eigentlich gar nicht zu sehen gibt. Dass das voll langweilig ist. Aha. Es ist einfach nur ein Riesenbecken. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe so das Gefühl, es ist auf meiner schlauen App gar nicht eingezeichnet hier. Boah, ich bin zu doof, es zu finden. Kann auch sein. Da hinten endet das einfach. Durch das Becken. Ich frage mich, wozu das war. Das einfach für Wasser war? Also für die Wasserversorgung? Oder doch auch so eine Art Kläranlage? Ich habe ja gerade gesagt, das endet hier, ne? Arschlecken 250. Das geht hier noch weiter. Da kommt noch ein zweites Becken. Das ist aber noch viel mehr in Mitleidenschaft gezogen. Hier gibt es so eine Art Überlauf. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr kommt da hinten. Aber das ist schon sehr beeindruckend. Hier diese... Oh, ich renne immer irgendwo gegen, wenn ich filme. Vor allem, du denkst ja irgendwie, das ist ein Fundament von irgendwas, aber ist es nicht. Es ist einfach nur ein Becken. Unten sind gerade Leute und alle gucken mich doof an. Fragen sich wahrscheinlich, was macht der Idiot da oben? Hat er die Becken noch nie gesehen? Das ist auf jeden Fall der Ort der kurzen Wege, oder? Das war übrigens früher der Weg, der vom Waldhof, von der Arbeitersiedlung, wo die Nicht-Zwangsarbeiter gewohnt haben, Gesundheit, hier hochgelaufen sind. Aha. Ne, zum Arbeiten. Jeden Tag. Und das ist schon ein Stückchen. Also ich denke mal so 2 Kilometer sind das garantiert durch den Wald. Bei Wind und Wetter und wahrscheinlich auch Gesundheit. Wahrscheinlich auch im Winter. Jetzt, wo das hier so ruhig ist, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was hier mal für Lärm gewesen sein muss und wahrscheinlich auch unvorstellbares Leid, nehme ich mal an. Und hier sind wir jetzt am Pförtnerhäuschen.
Hier mussten sich die Arbeiter anmelden. Ich würde mich gerne einstempeln. Lecker Saftbockwurst. Das klingt ja schon widerlich nur vom Hören. Also 6 Kilometer waren es gewesen. Ja. Steht alles da auf dieser Tafel. 6 Kilometer zu Fuß. Eine Strecke, wofür man 1 bis 1,5 Stunden benötigte. Und dann teilweise halt auch noch mit dem Zug vom nächsten Ort hierher. Was natürlich alles sehr komfortabel war. Selbstverständlich. So, und weiter oben, jetzt gerade den Weg hochgelaufen, findet man hier noch die Trümmer von den Sprengstofflagern. Da gibt es hier 4 oder 5 in der Reihe, quasi einmal hier entlang. Auch hier wieder eingestürzt, beziehungsweise gestürzt. Latscht einfach so durch den Wald und dann kommt schon wieder so ein Ding hier. Das wird jetzt scheinbar als Holzlager benutzt. Oh, mal was anderes als Holz. Ich nehme an, das war damals auch schon ein Lager, so wie das aussieht. Ach. Ne. Alter. Das Ding ist so krass abgerockt, dass man nicht mal mehr erkennen kann, was es überhaupt mal war. Hier liegt auch einfach die komplette Vorderachse. Einfach so rausgerissen mit samt Stoßdämpfer. Es ist einfach wie so ein großer Abenteuerspielplatz. Wo du hinguckst, überall irgendwelche Betonbauten. Da links ist auch schon wieder was. Der Ort hat einfach sowas völlig Unwirkliches, ne? Ja. Aber solche Gebäude, die jetzt als Wohngebäude oder als Industriegelände genutzt werden und vorher mal Bunkeranlagen waren, wo gar nicht weiß, ob da vielleicht mal früher Menschen gestorben sind oder so. So, das ist hier nämlich auch komplett frei zugänglich. Hier denke ich mal, dass das wieder für die Lagerung von irgendwelchen Chemikalien war. Aber es ist auch alles nur eine Vermutung. Man kann das ja alles nicht so richtig aus dem Kontext heraus erkennen. Weil im Grunde dieses ganze Gebäude nichts mehr von sich preisgibt. Nebendran ist nochmal sowas. Und auch hier wieder keine Ahnung, was genau das eigentlich sein könnte. Interessant ist wirklich, dass du hast hier einen Gartenzaun und dahinter einfach so ein riesiges Betonskelett, ne?
eigenartig. So, erst Kriegsruinen, beziehungsweise Ruinen zur Kriegsproduktion und daneben blühende Bäume und Pferde. Und alle diese Gebäude hier, die man hier so sieht, waren mal Bunker. Man sieht das auch richtig von außen durch diese Betongerippe. Ja, und, aber auch eigentlich, ich finde auch nur, wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, weil auf den ersten Blick wirkt es erstmal wie ein normales Haus, wie ein neues Dach und sowas alles oben drauf. Aber diese Betonkonstruktion außenrum, die man da so sieht, lässt es unschwer erkennen, dass das eigentlich mal ein Bunker war. So, Rundgang jetzt beendet. Wir gehen jetzt zurück zum Auto, über Schleichwege. Kommst hier immer an irgendwelchen Bunkeranlagen raus. Das ist echt krass. Naja. Schön war es. Vor allem mit dem Wetter war es schön. Oder? Ja. Einfach mal so ein bisschen Sonnenschein hat, wenn man mal draußen ist. Naja. Dann Salute, alles Gute.